Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Eine weitere Folge steht bereit. Ich glaube, wir sind bei Folge 42, wenn ich mich nicht verzählt habe. Unglaublich, oder? Längeres Let's Play als gedacht, tatsächlich. Aber wir haben doch einige Brecherfolgen dabei, was können wir 2 Stunden noch hin? Ich wollte euch was zeigen. Und zwar in den Ecken. Da haben sich noch ein paar Dinge, waren noch ein paar Dinge zu verstecken. Aktivität ist verfügbar in den Ecken, okay. Das heißt, wir sollten tatsächlich noch einmal zurückreisen, na super. Ist außerhalb der Ecken noch einmal irgendwo was verfügbar? Das kann jetzt der Ismail sein. Wo war noch einmal das? Da hinten, ja, beide Aktivitäten sind verfügbar. Okay, da schauen wir natürlich hin. Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich Hauptstory weitermachen. Ist jetzt natürlich wieder ein bisschen blöd gelaufen. Was wollte ich euch zeigen? Ich finde es gerade nicht an. Ich glaube, es war hier. Der Bereich. Dieser Bereich, der war noch nicht freigeschalten. Den habe ich freigeschalten. Da war hier ein Schatz. Da war ein Ring. Zeige ich euch gleich. Und hier war ein Leeris, wie ihr seht. Und da war dann eben noch dann ein Kleidungsstück und ein Altar halt, haben wir Geistpunkte bekommen. So, ich zeige euch die Dinge. Der Ring war dieser. Ich bin da immer noch am Überlegen, ob ich ihn anlegen soll oder nicht. Manifestation kosten 5% der aktuellen Lebenspunkte, verursachen aber erhöhten Schaden. Was halt natürlich richtig, richtig geil ist. Die Gesundheit würde dann tatsächlich aber natürlich steigen. Ne? Aber ich würde halt immer 5% meiner Lebenspunkte verlieren. Und das ist natürlich so eine Sache. Ja. Und dann haben wir hier noch was bekommen. Und zwar Kurgewand. Die hat Geschick und so erhöht. Aber ja, Gesundheit würde es auch schön noch umpushen. Ist jetzt aber nicht unbedingt das, was ich brauche. Wie gesagt, beim Ring, ja, da weiß ich noch nicht. Da müssen wir tatsächlich noch schauen. Jetzt bin ich rausgegangen, umsonst tatsächlich. Wir kehren zurück. Das war aber tatsächlich vorher noch nicht. Ich glaube jetzt durch das, was ich, weiß nicht, oder ja, gereloggt habe, keine Ahnung. Ich habe extra geschaut, vorhin war nichts. Jetzt ist es da. Naja, was soll man machen, ne? Dann können wir aber das noch schnell erledigen. Und dann sind wir wohl hoffentlich wirklich endlich fertig. Aber jetzt kann natürlich sein, dass wir Folgequests haben noch von Ismail. Und von der Hepizza. Irgendwie so. Schauen wir einfach mal. Bringt natürlich noch einmal Erfahrungspunkte. Ja. Sind jetzt nicht unbedingt mehr vonnöten. Aber ja. Und in dem Leeris natürlich habe ich auch, wie gesagt, mehr Attributspunkte natürlich nochmal +3 erhöht, logischerweise. Da weiß man Bescheid. So, springen wir Ismail mal an. Möge Gott mit euch sein, mein Herr. Und euch ebenso, Ismail. Ich habe gehört, ihr habt den Laden übernommen. In der Tat, mein Herr. Ich bin sehr beschäftigt. Das Leben ist sehr gut. Und jetzt, mein Herr, habe ich eine Überraschung für euch. Ich werde euch um einen Dienst bitten. Für Geld tue ich alles, oder? Sehr gut. Ihr wollt, dass ich euch helfe? Ihr bittet mich um Hilfe? Das ist wahrlich eine Überraschung. Sehr gut, Mr. Law. Ihr habt Mistress Walcott Frieden geschenkt. Würdet ihr das auch für meine verstorbene Frau Bess tun? Sie hat eine letzte Ruhestätte verdient. Welcher Ort schwebt euch vor? Bess liebte den Sand zwischen ihren Zehen. Sie liebte das Rauschen des Meeres. Sie liebte den Sonnenaufgang. Es gibt einen verborgenen Bach, der nur von den Lagerhäusern am Dock sichtbar ist. Ich wollte schon oft dorthin, habe aber nie einen Weg gefunden. Außerdem lauern dort immer noch so viele Gefahren. Überall sind Schemen. Ein edler Gedanke, Ismail. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde es im Hinterkopf behalten. Sollen wir handeln?
Mit einem Mann, der so freundlich ist wie ihr, sicherlich. Seht euch um. Bevorzugt. Ah, jetzt ist es billig. Oh, einiges billiger geworden. Ich hab den Ding so teuer gekauft. Ja, glaube ich, 1000 kostet, sind 250 weniger, ne? Der glaube ich auch 1200. Nicht schlecht, nicht schlecht, mein lieber Freund. Bis später, Ismail. Jederzeit, mein Herr. Da hinten. Ah, jetzt dann. Das versteckte Büchtlein da. Ja, 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 jetzt wird der Schuh draus. Jetzt können wir dorthin. Dann könnten wir das machen. Dann könnten wir auf dem Rückweg mit ihr sprechen. Ja? Vielleicht können wir es dann. Oh, wir können auf dem Hinweg mit ihr sprechen. Kombinieren wir es. Diesmal können wir es tatsächlich kombinieren. Weil das ja nie so ewig lange Aufträge sind, die recht zügig dann vonstatten gehen. Könnte man das in der Tat in Erwägung ziehen. Aber tatsächlich würde ich lieber beim Rückweg mit ihr sprechen, weil, ja, mit der Markierung und das Ganze. Schauen wir einfach mal. Ja, mal hin. Lass uns überraschen, was bei rumkommt. Weil selbst beim Rückweg, wir kommen ja so oder so, müssen wir ja dann vorbei. An der Bude hier. Du bist halt gern und der am Toten. Gute Güte, du bist ja zäh als eine Kakerlake. Ja, da hüpft der ganze Totenkopf nichts und das ganze Zeh nichts, ne? Hat der Schutz hier, so viel gebracht. Dich. Das ging daneben. Er hat es auf dich abgesehen. So wie der Rest da schämen. Da haben wir die auch erledigt. Und dann müssen wir einfach nur da vorne weiter. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu dieser versteckten Buch. Das wäre eine Wucht, ja. Aber da kommt man ja vorhin nicht hin. Ging ja dann, ne? Da war ja dieser Stein im Weg. Aber vielleicht ist man jetzt so gnädig und hat ihn entfernt, dass wir hin können. Es kann tatsächlich sein, dass das Spiel das macht. Ja, warum auch immer, ne? Vielleicht triggert es dort sonst einfach irgendeinen Kampf, der halt nur für das eine vorgesehen ist, weil haben sie so programmiert. Ich weiß es nicht. Aber ja. Na, aber habe ich zufällig noch, habe ich gesehen, dass wir dort noch so eine Stelle frei hatten und dann habe ich mir gedacht, ich schau mal hin, ob wir dort weiter können. Das ging tatsächlich. Ja. Und natürlich. Da kommen noch mehr! Erledigt. Sagt, war halt auch so. Wie soll ich sagen? Mehr oder minder ein Wurzelrätsel. Bastard! Man hat nichts versäumt, ne? Furchtbar anstrengend. Aber wie gesagt. Hat gepasst. Ne? Bei dem Ring kann man sich, könnte man tatsächlich sich überlegen. Das kann man schon so sagen. Also es wäre zum Überlegen, ja. Aha! Ja, ja, ja. Jetzt wird der Schuh draus, ne? Jetzt geht's hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das nicht vorher auch schon ging, aber ich glaube, ne? Das hat nichts angezeigt, oder? Siehst du eine Möglichkeit rüberzukommen? Such hier weiter. Bist du drin? Und dann kann sie da unten den Weg freimachen.
Hier. Das muss der Ort sein, von dem Ismael sprach. Die Steine sind im Weg. Du bist besser als jede. Damit wäre das erledigt. Sagen wir es Ismael. Okay, das war's tatsächlich schon. Super. Ja, easy. Was, wenn man kommt, natürlich hier kann man nicht vorbei. Na. Ach Gott. Ach Gottchen, ja, ja. Gut, ja. Gibt es irgendwas Erfreuliches zu berichten? Im Moment, ja. Ich bekomme tatsächlich jetzt die PlayStation 5. Nicht die, was ich eigentlich vorhatte, aber... Na, doch die ältere Version, also die Vorgängerversion vor der Slim, ist technisch, macht es jetzt keinen Unterschied. Das ist das Schöne, also hardware-technisch ist alles gleich, es ist halt nur ein bisschen unhandlicher, sage ich einmal. Ein bisschen größer, das stört mich jetzt tatsächlich nicht. Mit Laufwerk, das ist das Einzige, das bei der anderen war halt cool, dass du das Laufwerk tauschen kannst. Das ist bei meiner jetzt natürlich nicht möglich, aber gut, wenn das Laufwerk nicht kaputt wird, ne? Na, die ist auch. Ziemlich. Die ist auch erst im DTS auch. Ich glaube, tatsächlich auch erst vor kurzem gekauft worden. Habe ich jetzt um 350 bekommen, sogar noch einmal 20 Euro billiger. Ja, bei der andere, also. Ging dann auf den Deal doch nicht ein, hat dann plötzlich mal, na, hat auch ein Angebot, ein besseres bekommen. Naja, obwohl eigentlich war es schon ausgemacht. Ist egal. Jedenfalls die bekomme ich fix, da ist schon alles bezahlt, das ist ja schon auf dem Weg zu mir, die wird verschickt. Und hat ja auch Garantie und so, also auch beim Mediamarkt gekauft, dann sollte was kaputt sein. Kann ich die jederzeit reparieren lassen. Goody Perkins. Genau. Mr. McGraw. Ja. Ihr, wie habt ihr euer Gedächtnis zurückerlangt? Ihr habt euer Gedächtnis zurückerlangt? Wie ist denn das passiert? Es war, als wäre ich von einer Welle erfasst worden. Sie spülte meine Erinnerungen mit der Gischt an Land und ließ sie wie Strandgut zurück. Jetzt geht es mir besser, aber ich bin noch lange nicht wieder vollständig. In mir herrscht eine fürchterliche Trauer. Eine Welle der Melancholie. Ich fürchte, dass sie immer größer werden und mich ertränken wird. Ja, arme Frau. Ihr habt sicherlich noch schöne Erinnerungen. Ihr habt sicherlich auch noch schöne Erinnerungen. Oh, wie wahr. Ich erinnere mich, wie stolz er war, als wir die Kronos kauften. Hat uns alles gekostet, aber es war das Funkeln in seinen Augen wert. Richard war ein einfacher Mann. Konnte besser mit Fischen als mit Menschen. Aber er arbeitete hart, hat sich das Boot verdient und war sein Kapitän. Das Leben einer Seemannsgattin ist jedoch kein leichtes. Ich erinnere mich noch gut an die Angst, jedes Mal, wenn er zur See fuhr. Diese Furcht. Tagsüber bestellte ich die Felder. Und abends stand ich an den Klippen, sehnsüchtig auf seine Rückkehr wartend. Ich hoffe, sie spenden euch Trost. Wunderschöne Erinnerungen. Ich hoffe, sie sind tröstlich. Wie fühlt ihr euch? Wie fühlt ihr euch, Goody Perkins? Ich fühle mich schuldig. Und ihr? Ich hoffe, ihr könnt schlafen, denn ich kann es nicht. Ich sorge mich um die Zukunft und um die Vergangenheit. Aber die Erinnerung an Richard spendet mir Trost. Haltet an ihr fest. Gut. Haltet an ihr fest. Ich vermisse die Zeit, als ich mit Richard am Strand entlang schlendern konnte. Es gab da eine Höhle. Ich habe sie nie betreten. Richard erzählte mir immer Geschichten über diesen mysteriösen Ort. Seemannsgarn. Sie haben mich so entzückt. Und einige davon waren sicher wahr.
In einer vergrub ein Kapitän einen Schatz, damit er eines Tages, wenn er der See lebewohl sagen würde, seiner Frau das beste Geschenk machen könnte. Ich konnte es an seiner Stimme hören. Diese Geschichte war wahr. Welchen Schatz würde ein Fischer am Strand vergraben? Ein Versprechen. Einen Wunsch. In Form eines Rosenkranzes aus Perlen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Goody Perkins. Möge Gott euch den Weg zeigen, Mr. McGraw. Okay, dann ziehen wir los und holen ihr diesen Rosenkranz. Ja. Ist er... Also wir waren gerade hier und das ist da drüben, ja passt. Dann ist es ja... Werden wir gleich so... Ne? Weiß schon, egal. Machen wir das Stück halt nochmal zurück. Ja, jedenfalls wird's dann, na nicht gleich, es wird ein bisschen dauern. Natürlich muss ich mal die PlayStation auch testen, alles drum und dran, das ist ja klar, aber es funktioniert. Aber es wird dann auf jeden Fall ganz, ganz viel, und das ganz sicher, ganz, ganz viel Final Fantasy VII geben in diesem Jahr. Also so viel steht dann schon einmal fest. Dieses Jahr wird ganz viel Final Fantasy VII laufen auf dem Kanal. Einfach schon aus dem Grund. Ich muss noch einmal das Final Fantasy VII Remake möchte ich natürlich noch einmal spielen. Ich hatte es zwar gespielt und hatte es ja auf meinem Kanal hochgeladen, aber das ist ja leider weg. Ne? Das habe ich nicht mehr. Das müsste ich neu machen. Werde ich auch machen. Crisis Core wird dann natürlich auch kommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, bevor ich das anfange, Crisis Core schon mal hochladen als Vorgeschichte. Crisis Core kann ich schon mal vorwegnehmen, ist schon fix fertig. Das habe ich schon vor. Boah, das habe ich zu Release eigentlich, als es rausgekommen ist für. Da ist er ja. Für PC. Schon aufgenommen. Also besser gesagt für Konsolen und PC halt rausgekommen ist. Bastard! Und ja, das, ich wollte eigentlich, da war ja auch der Plan dann, mein Plan, war ja so. Ich wollte... Leia. Final Fantasy VII. Hier, ich hab was gefunden. Also ich wollte es ja also. Kein Rosenkranz. Kein Rosenkranz. Frustrierend. Sie wird enttäuscht sein. Es hätte sie vielleicht von ihrem Elend ablenken können. Wir könnten ja ein. Wir könnten ja schon mal einen Hund zu tun, das hätte man gefunden. Na jedenfalls, das war ja der Plan, dass ich eigentlich Crisis Core hochlade und dann wollte ich Final Fantasy VII, aber das Original, oder besser gesagt die Steam-Version spielen. Jetzt ist es tatsächlich so nicht dazu gekommen durch den ganzen Schabernack, das dann mit YouTube halt war. Das heißt, ich werde Crisis Core hochladen. Werde in der Zwischenzeit Integrate, also Final Fantasy VII Integrate, glaube ich ist es, also mit dem Yuffie DLC und alles drum und dran, spielen. Da muss ich dann schauen, ob ich es gleich auf ob ich das dann auf PlayStation 5 spiele oder... Man, ja, das Problem ist, ich müsste es dann halt noch einmal kaufen, noch einmal kaufen. Ich muss jetzt halt unbedingt das Geld so rausschmeißen, ne, wenn ich es ja, ich habe es ja auch im Epic Store. Dann würde ich es tatsächlich, ja, noch einmal so aufnehmen, logischerweise. Ist wahrscheinlich schlauer. Ich kann ihre Essenz nirgends sehen. Sie ist nicht zu Hause. Sie könnte wer weiß wo sein. Vielleicht am Grab ihres Mannes? Am Grab ihres Mannes? Steht unten. Okay. Ja, jedenfalls würde ich das... So angehen. Crisis Core hochladen.
Integrate machen, hochladen. Dann Rebirth spielen, hochladen, logisch. Und dann würde ich noch das Original spielen und hochladen. Dann haben wir verdammt viel Final Fantasy VII. Die Frage ist halt nur, wie ich dazu... Der Rosenkranz. Sie hatte ihn von Anfang an. Warum hat sie uns deswegen angelogen? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ein äußerst schlechtes. Ein furchtbares, um genau zu sein. Zum Schiff. Beeil dich. Oh. Ja, aber wenn sie sich jetzt erhangen hat, dann haben wir die gleiche Scheiße wieder, ne? Ja, jedenfalls ist das halt so der Plan, ne? Aber das ist halt wirklich... Das ist dann halt wirklich ein Riesenprojekt, ne? Da kann man sagen, was man möchte. Also das ist... Das wird... Dann mir alles... Also da würde ich für was anderes dann keine Zeit haben. Darum weiß ich halt auch nicht, wann ich damit starten soll, ne? Ich meine, jetzt natürlich Rebirth zum Release, ne, hat mehr gesehen, bin ich ja nicht dabei. Das machen eh andere schon. Da kann man nichts machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja die PlayStation jetzt ja nicht gehabt. Und das hätte auch nichts gebracht. Ich glaube, da sind zu viele dran. Das stürzt sich wieder die ganze Welt momentan. Da ist jeder große YouTuber mit von der Partie da. Ja. Da spüre ich es dann lieber später noch einmal. Und hab dann meine Freude damit. Dann habe ich eher die Chance, dass noch andere Leute dann dabei zusehen. Also das ist so der Plan dahinter. Auf jeden Fall... Ja, das, im Laufe des Jahres möchte ich das halt irgendwie zusammenbringen. Du bist in Schussreichweite, Red. Ich stehe bereit. Das wäre halt mein Plan, meine Idee, mein Vorschlag. Ich hoffe, dass es ein guter Plan ist. Aber wie gesagt, dann mache ich das. Dann wird es wahrscheinlich aber eher so zum Herbst herum wahrscheinlich kommen. Ja, ist natürlich geil, wenn ich jetzt davon spreche. Wir haben gerade mal den Frühling. Aber dann kann ich mich in der Zwischenzeit um alle anderen Sachen kümmern. Im Sommer möchte ich natürlich dann auch mit dem Motorrad unterwegs sein. Und ja, aber dann für den Herbst, klingt, dann wäre das richtig geile Zeit. Wir sind zu spät. Verdammt. Vielleicht hätten wir es nie rechtzeitig schaffen können. Vielleicht war ihr Schicksal schon bestimmt. Vielleicht lässt es sich nicht ändern. Und was ist jetzt passiert? Hat sie sich wieder erhängt oder was? Ich sehe sie nicht. Versuch auf die andere Seite zu kommen. Bin schon dabei. Muss ich das verstehen, warum sie jetzt nicht da hängt oder so? Ah, hier, Alter. Ja, schaut da rauf. Sie ist das erste Mal dort gehangen, ne? Ist da drüben runtergehängt, oder? Am Mast. Naja, vielleicht war die Entscheidung tatsächlich nicht so schlau, ne? Aber okay. Ja, wenn sie aber so dumm ist, ich kann ihr auch nicht helfen. Weil jetzt hat sie ja gewusst, was Sache ist.
Und sich dann wieder umzubringen, um zu wissen, dass der ganze Spuk dann vielleicht wieder von vorn losgeht, na, das bringt, das hilft dann nichts. Und ich meine, sie war ja jetzt nicht mehr so jung, dass ich sage, oh, du hast noch so viel Lebenszeit vor dir, aber okay. Aber ich denke, das ist so der Plan, weil, ja, also so möchte ich das halt angehen. Ich denke, das ist sicherlich ganz interessant. Und so haben wir dann Final Fantasy 7 halt auch einmal so komplett abgeschlossen. Wie gesagt, dann kommt noch der letzte Teil des Remakes. Ich denke, drei Teile werden es sein. Man wird es sehen, wo weit dieser Teil führt. Wenn sie Schweine sind, machen sie den Plot-Twist genau an einer ganz bestimmten Stelle. Bin ich natürlich gespannt. Da bin ich echt neugierig. Welche Kunde bringt ihr, sofern ihr Kunde bringt? Ich habe euren verborgenen Bach gefunden. Ihr hattet recht, es ist ruhig und friedvoll dort. Ein guter Ort, seine tote Frau zu ehren. Ich habe die Schemen von dort vertrieben. Hab Dank, mein Herr. Tausendfachen Dank. Bis später, Ismail. Jederzeit, mein Herr. Ich weiß ja nicht, ob man beim anderen Erfahrungspunkte bekommen haben. Warte mal, wir können ja bei der okay, das ist alles gelöst, die alte Witwe. Ja. Hier sind wir soweit fertig. Das ist noch immer tatsächlich nicht fertig. Die Heathens und die Köchin, also da gibt's noch was. Bei die zwei. Esther heißt sie. Ah, jetzt hier. Warum schaue ich nicht gleich noch? Jetzt weiß ich gern den Namen. Na, aber oder? Ich meine, wie findet ihr die Idee? Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ich freue mich eigentlich auf das Projekt tatsächlich. Das Ganze zu spielen. Ich würde ja auch Evercrisis spielen. Das habe ich jetzt im Moment auf Steam. Ist es jetzt noch auf Steam? Ich habe es nicht gefunden. Ich muss noch mal schauen. Aber es ist ja, glaube ich, nur in Englisch. Leider. Nur in Englisch. Und soll halt auch nicht so geil sein, weil es ist ja so. Naja. Muss halt immer Geld reinblasen in das Spiel, ne? Naja. Ist dann halt auch nicht so gut angekommen. Wäre aber auch interessant. Aber natürlich hätte ich es halt natürlich zumindest gern mit deutschen Untertiteln, aber. Wir machen tatsächlich Hauptstory weiter, ja? Man glaubt's nicht, oder? Ist soweit. Wir gehen Richtung Fort Jericho. Ja. Damit mein ihr Vater wisst, was erzählte passiert. Mir stets Geschichten. Im Herzen der Berge lebte ein mystisches Volk, das nur nach Frieden strebte. Ich höre ihn immer noch. Diese Leute hätten das Leben geschätzt und Gold nur für ihre Mausoleen verwendet. Sie hätten alle Kreaturen willkommen geheißen, ausgenommen Menschen, die kriegslustig und habgierig waren. Die sollten fernbleiben. Lass mich raten. Das hat sie nicht abgehalten. Ja, weil sie kriegslustig waren. Und weil sie habgierig waren, wollten sie das Gold. Nachdem ihre Mausoleen entweiht worden waren, verfluchte das mystische Volk die Menschen und versteckte sich fortan. Sie erinnern mich an Cyrodiil. Gott hab sie selig. Ja. Tja, so ist es, Freunde, so ist das Ganze, ja. Na, aber das wäre so mein Plan für weitere Dinge. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall noch Nier zu spielen. Ich muss unbedingt mal. Es ist so Wahnsinn. Ich freue mich eigentlich voll drauf, das einmal zu spielen. Wirklich. Aber es kommt so viel anderer Scheiß, der mich halt auch noch interessiert. Wie gesagt, Banishers, Ghost of Nuin frisst im Moment alles an Zeit für mich. Logischerweise. Ich bin blind in diesem Nebel. Macht es dir was aus? Natürlich nicht. Taumaturg würde mich tatsächlich sehr interessieren auch. Das erscheint jetzt für die Aufnahme tatsächlich morgen. Aber da kann ich es leider nicht gleich direkt spielen. Weil ich arbeiten muss am Abend. Es wird, glaube ich, um 19 Uhr, glaube ich, dürfte der Release sein. Ja, ich schaff's nicht zum Release.
man vielleicht am nächsten Tag, dass ich dann am Nachmittag eine Folge machen kann. Würde mich tatsächlich sehr interessieren, würde mich auch sehr reizen. Aber natürlich habe ich halt... Etwas ist hier. Im Verborgenen. Angst. Was ist Angst? Ich möchte mich halt nicht wieder übernehmen. Ne? Und dann zwei solche Spiele zu spielen, wäre mir halt dann fast zu viel. Dann kommt tatsächlich am 25. South Park. Los, lass mich dir den Weg zeigen. Ich glaube am 25. März. Dann erscheint zeitgleich, warte mal, am 25. Was waren dann noch? Ich glaube Point-and-Click-Adventure. Also es kommen jetzt, also es ist unglaublich. Ja. Am 7. März ein Twisted Tale, das würde mich sehr interessieren. Würde ich gerne spielen tatsächlich. Twisted Tale. Stirb, du Drecksau! Dann irgendwas mit Scott Whiskers. Das Spiel möchte ich natürlich auch spielen, weil da habe ich ja. Da bin ich ja sowieso bald auf der Kickstarter-Kampagne dabei. Also logisch, ne? Dass ich das dann auch zu Release raushauen möchte. Also ich bin. Bah. Ich bin tatsächlich sehr überfüllt, weil ich natürlich jetzt überlegen bin, ob ich den South Park überhaupt noch machen soll. Ob ich nicht das überspringe, weil es halt einfach zu viel sonst für mich wird. Was? Ist besser? Ich bin da hoch, also nicht toll. Na? Ist gerade schwierig zu sagen, ne? Das wäre wahrscheinlich das Klügere tatsächlich, das auszulassen. Ich muss nochmal schauen, also ich habe im März 2 oder 3 Point-and-Click-Adventures, glaube ich, die ich spielen möchte. Ja, Thaumaturg. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Was ich spielen möchte, also ich bin... Wird interessant, ja. Aber vielleicht lasse ich South Park tatsächlich aus. Haben wir ein paar übersehen? Sie kriegen Verstärkung. Mehr Spaß! Ja, das war eigentlich nicht der Plan. Für dich. Sehr gut. Cool. Elite. Elite, ja, super. Haben wir das auch gleich erledigt. Und wieder plus 1 auf 1. Ja, wie gesagt, also ich wird schwierig. Ich muss jetzt nochmal mir das Weg, ich muss mir das Weg aufschreiben. Das mache ich tatsächlich. Was jetzt dann wie wo erscheint. Und dann muss ich schauen. So, jetzt waren wir hier überall neben, glaube ich. So,
muss ich tatsächlich machen. Hier unten kann es sein, dass wir noch nicht waren, oder? Und dann weiß ich, aber wie gesagt, es sind 3-4 Games bestimmt. Und wie gesagt, das ist halt immer schwer, wenn dann alles so aktiv herum so läuft und vor allem du hast so große Games wie Banishers, ne? Man, wer weiß dann, wie lange Thaumaturg geht. Da würde man da natürlich tatsächlich reizen, da das ja auch ein erstens mal von den Witcher-Machern ist, zweitens ein sehr rundesbasierten Kampf, sehr rundenbasiertes Kampfsystem, das mag ich eigentlich sehr. Deshalb finde ich das recht interessant tatsächlich, muss ich sagen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, tatsächlich, man muss sich gestehen, dass Banishers so lange geht. Dass das doch so groß geworden ist, das Game. Vor allem nicht für den Preis, also. Weil das war ja jetzt kein sonderlich teures, also teuer. Ich sag, das war jetzt nicht so. Also da gibt's bei weitem teurere Games, viel teurere. Was habe ich gezahlt? Die Deluxe Edition. Ich glaube, ein Weg auf die andere Seite ist in der Nähe. Bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, aber es waren, ich glaube, 30, 35 Euro mehr war es tatsächlich nicht. Und Thaumaturg wird mir jetzt auch nicht so viel mehr kosten, wenn ich es natürlich über Instant Gaming mir zulege, was ich ja vorhabe. Also wenn ihr da Games sucht, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung schauen, also Link. Und über den Link könnt ihr gerne auf Instant Gaming kommen. Kostet euch nichts extra und ihr könnt mich damit unterstützen, wenn ihr dort Spiele euch zulegt, kauft. Und ist alles eine legale Geschichte, also es ist jetzt nicht irgend so ein illegaler Keys-Reseller oder sonst irgendwas, sondern wirklich was ganz Offizielles. Deutscher Support, alles drum und dran. Dann ist ja auch. Ich glaube, ein Weg auf die andere Seite ist in der Nähe. Instantgaming.de, ne, es ist alles. Also. Schaut halt einfach mal vorbei, schaut halt einfach mal durch, vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei. Testet es mal aus. Wie gesagt, die Games sind günstiger. Faire Preise. Die kaufen halt natürlich in großen Mengen auch ein, die Keys. Haben aber da alles offiziell, wie gesagt, die kriegen sie von den Publishern auch zur Verfügung gestellt und alles. Also das ist alles, hat alles der Richtigkeit. Da braucht man sich keine Gedanken machen, im Gegensatz zu Sachen wie MMO oder wie das heißt. Da bin ich mir nie ganz sicher. Und was weiß ich, was es da noch so für Seiten gibt. Games Rocket oder so, also es gibt ja einen Haufen. Es muss in der Nähe sein. Ein Haufen Mist. Zurück zur Hölle mit dir! Ja, geil. Stirb, du Drecksau! Ja, den hat er nicht mehr. Also wie gesagt, gern, schau da mal hin. Du kriegst PlayStation-Spiele, du kriegst Nintendo Switch-Spiele. Alles, also... Xbox natürlich, also es ist logischerweise auch eine Steam Keys. Also schaut gerne mal rein, bei Interesse. Wie gesagt, mit meinem Key. Die Gegend hier scheint den Markierungen auf der Karte zu entsprechen. Oh.
Die Gegend hier scheint immer. Ja, das kann natürlich aber wieder alles sein jetzt, ne? Ja. So ist es, ne, Freunde? So ist es. Aber ich freue mich wirklich auf das Final Fantasy 7 Großprojekt, was ich da dann anstarten werde. Das wird sicher cool werden. Da ich sowieso großer Fan bin. Wobei ich tatsächlich sagen will, das Remake selbst hat mir nicht so sehr gefallen. Mir hat es nicht gefallen. Ich mochte das Kampfsystem tatsächlich nicht so gerne. Ich weiß nicht. Man kann zwar da umstellen, dass man selbst da nicht so viel dann herumtun muss und herumsteuern und keine Ahnung. Ja. Das ist halt die Frage, welche Schatzkarte könnte es denn gewesen sein? Geheimnisvolles Versteck, der zweite Teil des Riss. Finde meine bessere Hälfte und du wirst wissen, wie du mich finden kannst. Wo ich liege, betrachte ich still die majestätische Steinkrone. Eine Steinkrone. Ja, einfach nochmal umschauen. Ja. Unserer Karte nach kann der Schatz nicht weit weg sein. Ja, sie verwirrt mich jetzt wieder. Sie redet hier schon davon, aber normalerweise, wenn wir in die Richtung gehen, es müsste fast drüben sein. Irgendwo. Oder? Wo ich liege, kann ich. Oh ja, gut, das kann ich. Schauen wir uns nochmal trotzdem hier um. Kann wirklich falten. Also könnte man schon vorstellen, dass das eine tolle Sache wird. Die Gegend hier scheint den Markierungen auf der Karte zu entsprechen. Hier ja, muss der Schatz verborgen sein. Da vorne liegt er. Gut, haben wir ihn gefunden. Aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, ne, vielleicht schreibt es mir in die Kommentare bei Hexenstein 1108. Vielleicht ist es ja von Bedeutung für euch. Vielleicht interessiert es euch, würde mich freuen über ein bisschen Feedback. Wenn ihr sagt, ja, das wäre von Interesse. Das haben wir gefunden. Das könnte es gewesen sein. Na, es geht gar nicht.
Dann hätten wir ja so ein Ding kriegen müssen. Ja, was weiß ich. Ich weiß schon selber schon mal, was ich da finde und was nicht. Ja. Na? Da bin ich wirklich... Wäre wirklich interessiert dran, was ihr darüber denkt. Aber im Endeffekt, es wird so oder so erscheinen. Also das Projekt, da sind wir sowieso nicht abschwatzen, im Endeffekt. Ja, darauf habe ich Bock. Da habe ich wirklich richtig, richtig Lust drauf. Aber wie gesagt, das Remake selbst, der erste hat mir nicht so sehr gefallen. Also das Kampfsystem so an sich, wo alles schön hat, alles passt. Aber ja, vielleicht müsste ich das aber anders umschreiben. Jetzt versuche ich beim Neuen, beim Rebirth, jetzt wieder ein bisschen anders sein als Kampfsystem. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich dann überraschen. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. Wie gesagt, für mich hat halt immer... Ich bin halt noch so verankert. Final Fantasy mit rundenbasierten Kampfsystem zusammengehört und das hat mir immer Spaß gemacht. Und das, ja, dieses neuwertige, wie gesagt, wenn ich dann schon oft lese, ne, der Designer von Devil May Cry, das Kampfsystem macht, der Kampfsystem-Designer sozusagen, ja. Und das habe ich schon einmal gesagt, wenn ich ein Devil May Cry spielen möchte, dann kaufe ich mal ein Devil May Cry, dann kaufe ich mal sowas, ne, und nicht Final Fantasy, aber, ja. Es ist halt moderner, das ist halt leider mal so. Minen. Die Berge müssen reich an Erzen sein. Sieht ziemlich klapprig aus. Der wurde für mehrere Leute gebaut. Eine Person sollte kein Problem sein. Sollte. Aufgabe abgeschlossen. Isolation. Also Aufgabe gestartet. Und eine haben abgeschlossen wahrscheinlich. So, damit ist der Lift jetzt bewegbar, ne? Okay. Wo wollen wir den bewegen? Das ist die andere Frage. Da rührt sich nichts. Seile blockieren den Schacht. Aufgeschossen. Vermute mal, dass es nicht von hier gehen wird. Ja. Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt über Umwege wieder nach oben arbeiten und dann, ne, für den Rückweg und so haben wir dann, wird das wahrscheinlich sein. Dass du dann den schnelleren Weg nehmen kannst. Jetzt müssen wir gezwungenermaßen den längeren gehen. Ja. Ist eben so. Aber ich muss tatsächlich immer wieder sagen, ich bin gemeiner Schwefelporling. Tatsächlich sehr überrascht, dass Banisher. Du kannst zwar nicht hochklettern, aber ich kann uns dorthin bringen. Dass Banishers tatsächlich so ein gutes, wirklich verdammt gutes Spiel geworden ist. Also ich hätte... Ja. Mir das tatsächlich nicht so vorgestellt. Muss ich gestehen. Deshalb überrascht es mich tatsächlich. Es ist wirklich ein spitzes Spiel geworden. Trotzdem beeindruckend. Das irrsinnig Spaß macht. Ich spiele es halt wie ich gern. Wie gesagt, es ist, mich nervt es zwar immer wieder, wenn ich einen Zeitdruck. Ist ein bisschen dieser Druck inne herrscht bei mir. Weil ich halt wirklich mich immer ärgert, weil das dann so viele gute Games dann hintereinander rauskommen. Das nervt mich. Tatsächlich irrsinnig, weil ich finde es halt irrsinnig schade immer. Aber kann man nichts machen, ne? Ist halt so.
finde die Zeitfenster immer blöd gelegt. Ich meine, das Taumaturg jetzt am 4. März da erscheint, weil man denkt, Freunde, ihr habt eben Banishers, ihr habt Final Fantasy 7. Ich meine, gut, man konnte ja nicht wissen, dass Banishers wahrscheinlich doch so gut wird. Aber alle an Final Fantasy 7, ne? Ich bringe das Spiel ja nicht erst dann 3-4 Tage später raus. Keine schöne Art zu sterben. Es gibt also auch eine schöne Art? Also, wie gesagt, das ist mir ein Rätsel. Das verstehe ich nie. Man war ja mit Elex 2, glaube ich, also dem ja so einen dümmlichen Zeitpunkt, also wo Elden Ring und alles war. Das ist halt wirklich nicht schlau. Aber ja. Gut, andererseits, ne, man weiß ja nie, wie schnell die Leute zocken, aber dass du Final Fantasy 7 in mir, das wird sicher die Freaks geben, die sind 2-3 Tagen auch durchspielen, ne? Mit komplett, meine ich, ne? Die halt wirklich sich 2 Tage hinsetzen, nicht schlafen. Oder 3 Tage. Und gib ihn. Wenn ich so, wenn ich so denke, früher vielleicht als Junge, ja? Als Büberle. Hat man das auch gerne einmal gemacht, so die ganze Nacht aufzocken. Aber tatsächlich bin ich von dem komplett weggekommen. Also ich schaffe das wirklich nicht mehr. Es ist dann. Man, vielleicht, ja, ja. Vielleicht würde ich es doch schaffen. Man, ist jetzt ein Blödsinn, wenn ich sage, ich schaffe es gar nicht. Das wäre wahrscheinlich dumm, das zu behaupten. Weil es könnte schon sein, nur halt. Ich zocke halt eigentlich. Wenn dann immer nur noch. Mache ich im Let's Plays. Und kaum noch irgendwie, dass ich, wie kann man sagen, unter Anführungszeichen privat zocke. Ich meine, ich zocke, wenn ich Let's Plays mache, ja auch privat. Nur man merkt dann, und vor allem bei den Let's Plays dann, wenn du dann müde wirst, und dann auf einmal, ja, nicht mehr auf der Höhe bist, ne? Und ich merke es auch jetzt, ich bin schon leicht müde, dann werde ich schon vom. Dann fängt mein Hirn schon langsam arbeiten an. Dann merke ich schon, okay, ich werde langsamer vom Sprechen, vom Denken her, vom Denkvermögen. Und wenn ich dann müde bin, oh, das ist extrem. Noch ein Seil, dann haben wir es. Das ist sicher da oben. Wenn ich richtig müde bin, dann. Das ist dann echt anstrengend. Also. Und anstrengend. Soll ich sagen, es ist dann wirklich so, dass ich. Dann irgendwann extrem schwer tue. Jetzt muss ich kurz hier überlegen und schauen, dass ich mir halt irgendwann wirklich schwer tue. Mit dem Lesen dann. Das ist ganz. Also jetzt bin ich wieder nur zurück. Ja, das ist scheiße. Das Lesen wird schwierig. Die Wortgewandtheit wird schwierig. Ich meine, wie gesagt, ich fange jetzt schon merken an, dass es ein bisschen schwierig wird. Und ja, dann fange ich halt noch mehr im Dialekt sprechen an. Logischerweise. Und, ja, es ist halt wirklich. Aber würde ich wahrscheinlich das nicht machen, könnte ich mir vorstellen, dass ich eine Nacht noch irgendwie schaffe. Ich meine, das letzte Mal ist. Boah. Das ist wirklich schon. Mein Gott, da war ich mit meiner jetzigen Freundin gar nicht zusammen, da hatte ich
eine andere. Boah, da war beim Martin zu Hause, und dort haben wir gezockt. Ja. Das dürfte hier sein. Zehn Jahre? Ja, neun Jahre, bestimmt. Sowas, neun Jahre. Muss das her sein. Da habe ich das letzte Mal so eine Nacht, unter Anführungszeichen, da mal durchgezockt. Haben wir nicht komplett geschafft. Wie gesagt, vielleicht würde ich es hinkriegen. Mit viel Mühe. Aber dann kein Let's Play hat. Dann wirklich nur so. Ganz normal. Und früher zum Beispiel, als ich noch so MMOs gespielt habe, so wie Flife, eben das war so mein Ding. My Game. Also da war ja wirklich. Da bin ich mir oft einmal die Nächte um die Ohren geschlagen. Ja. Beim Hochleveln. Da war das eigentlich normal. Da ist dann halt schon mal passiert, dass man statt am Wochenende weggegangen ist, dass man halt einfach nur gezockt hat, oder? Und das ist das ganze Wochenende. Ich weiß nicht, wie ich das Teil da drüben treffen soll. Ich hab's zwar gesehen, aber ich finde keine Positionsmöglichkeit. Oder dass wir da irgendwie noch höher rauf könnten. Noch ein Seil, dann haben wir es. Das ist sicher da oben. An der Stelle waren wir ja schon. Aber lässt es mich nicht anballern. Schau, ich hab's schön im Visier. Kann da aber nicht durch. Schießen, das verstehe ich nicht. Ja. Aber zeig mir doch rot an. Der Aufzug sollte jetzt befreit sein. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich so passt hat. Aber ein bisschen. Naja. Na, aber. Das ist wirklich. Gar nicht mehr so leicht. Ich habe einen gewissen Alter. Aber ich sage, es ist hohe Nachtschicht und das Arbeit, aber wenn ich meinen Schlaf nicht habe, also das kannst du vergessen. Das ist echt. Das ist nicht mehr wie früher. Da hat es Zeiten gegeben, da bin ich zwei, drei Tage unterwegs gewesen, ohne dass ich was braucht habe. Einfach so, ne, war ich wach und war unterwegs und feiern und. Und ja. Man geht schon, dass man hier teilweise aussieht, allein jetzt wieder, ne? Dass ich zum Lift gehe. Das ist wirklich heftig. Wie das so abläuft. Die Balken sehen schwach aus. Werden sie mich tragen? Möchtest du lieber hochklettern? Wenn ich wählen könnte, wäre ich am liebsten überhaupt nicht hier. Naja, so ist es. Aber jetzt davon, wie gesagt, von MMOs bin ich komplett abgekommen. Hab ich nie mehr so reingefunden. Ich
glaube, irgendwann hat man sehr. Was, man darf halt nie vergessen, man hat dann halt so viel gespielt, man kennt die ganzen Quests, es ist immer dasselbe, das gleiche. Reißender Fluss, es ist ein Armreif. Schlagangriff verursachen 50% mehr Schaber, kosten 50% mehr Geisterpunkte. Weißt schon. Brauchen wir nichts herum tun. Ja, so ist es halt, gell, im Leben. Glaubt man gar nicht. Schnee. Schnee? Sind wir höher oder ist es kälter geworden? Das ist das Werk des Nachtmars. Er manipuliert vermutlich das Wetter in Joiden, um die Menschen hier noch stärker zu isolieren. Dann wird der Schnee verschwinden, wenn wir den Fluch brechen? Ich glaube schon. Kupfer! Ja, das brauchen wir tatsächlich auch zu Genüge. Ja, so ist das halt, ja. Und was ich noch spielen möchte, ist natürlich God of War. Da wird den neuesten Teil auch bisher noch nicht gespielt. Da möchte ich aber noch einmal den vorigen aufnehmen. Vielleicht auch die ersten drei und dann eben den vierten. Wäre interessant tatsächlich. Mount Pleasant entdeckt. Hier gibt es ja Materialien, die ich auch noch brauche zum Upgraden. Ne? Das stand ja, dass es hier zu finden ist. Golden Winterlieb. Ja. Was sagt die Karte? Aber ich finde es ja immer human, dass es uns aber auch immer gleich diese Fragezeichen anzeigt. Ich meine, einerseits ja, nimmt es ein bisschen auch irgendeinen Erkundungsdrang, wobei im Endeffekt, man läuft das ja trotzdem alles ab. Vielleicht wäre es ein bisschen besser, wenn sie es erst anzeigen würde, wenn du wirklich halt knapp in der Neben wärst. Anstatt gleich so, wie das aufgedeckt ist, dass es gleich im ganzen Gebiet alles anzeigt. Aber andererseits, sei egal, ne? Wenn wir Glück haben. Normalerweise müsste irgendwann einmal wieder ein Ding kommen. Das meine ich, ein Lager, was wir aufschlagen können. Aber das würde ja eigentlich auch auf der Karte angezeigt werden. Level 17. Mach Sitz. Ja, das sind natürlich keine Gegner für uns. Das ist irgendwie logisch. Gehen. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder Ressourcen sammeln, das ist klar. Ich sag, zum Upgraden brauchen wir sowieso. Schaut auch wieder interessant aus hier. Ja. Schauen wir mal. Drüben geht es jetzt eh weiter und dann das Fragezeichen haben wir auch gleich. Müssen wir wieder umswitchen auf Antea. Kupfer! Und Kupfer habe ich eh eine Menge gekauft, eigentlich auch, weil es so teuer war, es ja nicht. Kupfer war jetzt kein teures Material. Hast du das gehört? Ja, ganz in der Nähe. Ich frage mich halt immer, wenn sie aus der Geisterwelt kommt, wie dann, wo dann Red hin verschwindet. Wenn sie übernimmt. Das würde mich schon sehr interessieren. So, es muss da drüben was sein.
Dann müssen wir hier den Weg frei haben. Unserer Karte nach kann der Schatz nicht weit weg sein. Schon wieder. Okay. Ich muss um einen Schatz dann wieder umschauen. Ach du liebe Zeit. Ja, weiß jetzt einmal Step by Step, ne? Willst du alleine Spaß haben? Ist ja schon vorbei, was er denn machen soll? Wenn die Karte korrekt ist, muss der Schatz hier irgendwo versteckt sein. Ach du liebe Zeit, wenn sie das schon sagt, das macht mich fertig. Hier irgendwo. Jetzt müssen wir wieder auf so einen Stein Ausschau halten. Sagen wir hier, okay. Ich weiß nicht, das Problem ist, ich weiß schon gar nicht mehr welchen Schatz. Der Schatz ist hier irgendwo. Da ist er. Was kriegen wir da? Geheimnisvolles Versteck, Rätsel 1. Was? Finde meine bessere Hälfte und du wirst wissen, wie du mich finden kannst. Auf meinem Grundstück ist das Wasser frisch, aber niemand trinkt es. Ist es die Farbe oder der Geruch? Okay. Spannend. Ja, den Schatz haben wir zumindest gefunden. Das ist zumindest auch schon mal erquickend. Ein Wolf runtergeschossen. Fell hat er. Na, irgendwie logisch. Puh. Ja, haben wir es zumindest schon mal so weit geschafft. Haben wir irgendwo ein Lager? Oh. Was kann's? Auf jeden Fall mal einiges zum Aufdecken. Ich hab schon gesehen, wir haben wieder so einen Schemen-Dingsbums. Die Seelenscherbe haben wir wieder entdeckt. So, wie ich rein für das. Da oben war ja auch noch dieser. Oh Mist. Nicht stark genug. Legst dir die Regeln zurecht, was? Mich dir helfen. Ja, kannst du schon, ist schon vorbei. Ether. Ach, ich hasse den. Ether haben wir gekriegt. Wie spät ein Ether? Wenn ein Gegner mit dem dritten Schlagangriff getroffen wird, werden 6 Geisterpunkte wiederhergestellt. Ja. Überhaupt ist da. Dann stellt er viel mehr wieder her. Bei Geisterholung würde das mehr machen. Dinger. Das wird nicht deine erste und das wird auch nicht deine letzte gewesen sein. Ah, danke fürs Erinnern.
Achso, und hier haben wir... Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Fügt euch und zeigt euch! Gefrorener Zaungast. Wunderbar! Noch mehr Spaß! Du bist im Visier! Ja, Alter, hör auf! Du wirst anvisiert, Red. Wieso kap... Willst du alleine Spaß haben? Er ist von einem Schild umgeben. So ein Brocken ist nicht einfach zu kauen. Ich stehe bereit. Versuch es noch einmal. Konzentrier dich auf einen anderen. Der Schleier beschützt ihn hier. Sturer Bastard! Willst du nicht endlich verschwinden? Hier, bedien dich! Du kriegst schönste so weit weg. Den nicht wirklich cool machen können. Geil, Elite-Juwel. Plus 1 auf alles, ja, supi. Haben wir es wieder und ein Elite-Juwel dazu. Ja, aber die Suits kann ich euch verbrauchen. Aber wie gesagt, da dürfte das Seilbahn rübergehen. Die können wir ruhig verbrauchen, weil die werden wieder hergestellt. Astrales Knochenfragment, supi. Die brauchen wir tatsächlich. Ui, ich habe Wölfe. Das ist nicht gut. So, schaffen wir es jetzt einmal. Komm, zieh Wölfe. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Ich auch. Ich habe es auch gespürt. Es hat vibriert. So, was haben wir hier? Mehr Kupfmagnetit, das ist das, was wir brauchen. Ach, ja, ja, den brauchen wir tatsächlich. Ach, dann eine Menge. Da ist es. Das brauchen wir tatsächlich auch, ja, zum Upgraden. Weil wir müssten tatsächlich, so, man, jetzt haben wir 65% Fortschritt von der Welt. Also ich denke mal, es wird jetzt schneller vorangehen. Was heißt schneller? Ich sag es. Ja, die wollen nicht mehr so viel Gebiete dann geben oder so viel Sachen, was man noch
erforschen müssten. So. Aber man weiß ja nicht, ne? Meine, wie gesagt, wir haben 65%, wir haben die 65 hat schon eine Zeit gedauert tatsächlich. Dass wir die erreichen. Und ja. Kann man nie sagen, ne? So genau. So, hier ist die Truhe. Und das andere ist tatsächlich so, Art Seillift. Cool. Aber wie gesagt, bei Banish, also wäre halt natürlich auch irgendwann die Sache so, dass ich es ja auch gern vielleicht noch einmal spielen möchte, um eben die andere Story zu erleben. Oder eine andere Story zu erleben. Du hast dich in letzter Zeit wirklich ausgezeichnet gemacht und nicht einmal damit angegeben. Sag nicht, du hattest Zweifel. Werd nicht übermütig. Man lernt nie aus. Was ist das Wichtigste bei einer Geißel? Nicht zu verhandeln. Die Basis ist das Wichtigste. Eine Geißel entsteht, wenn sich mehrere Schemen verbinden. Aber nicht immer. Eine Vogelscheuche zum Beispiel ist eine Geißel, die nur aus einem einzigen Schemen besteht. Eine Geißel ist immer auf der Suche nach einem neuen physischen Körper und besteht häufig aus verschiedenen Materialien. Sehr schlecht. Vielleicht würdest du eine einfachere Frage bevorzugen? Vielleicht über die Natur von Geistern? Geister haben Kettengeister, saugen die Essenz aus. Geister rauben die Essenz ihrer heimgesuchten Opfer. Manchmal, indem sie nervtötende Fragen stellen. Genau. Und manchmal geben die Lebenden wieder Worte. So. Sehr gut. Oh weh. So, was haben wir da? Der Kundschafter haben wir tatsächlich, okay. Die Leiter kann ich nicht hoch, ne? Der Kundschafter. Interessant. Ein altes Krankenmaul. Ja, Maul. Ich bin seit meiner Ankunft in Yuin erstaunt über den Mangel an gesammeltem Wissen über diese Gegend, als würde für die Siedler die Geschichte des Ortes erst mit ihrer Ankunft beginnen. Wen wundert es da, dass sie sich angesichts unerwarteter Ereignisse oft ratlos fühlen, denn sie können nicht auf die von Generation zu Generation überlieferten Geschichten zurückgreifen. Doch sind wir weit davon entfernt, die ersten Bewohner in diesem wilden Gebiet zu sein. Daher sollen mir diese bescheidenen Seiten dienen, die Fragmente dieser unentdeckten Vergangenheit zu sammeln, die mir die wenigen Eingeborenen und Ältesten anvertrauen. Plötzliche Epidemien treten in diesem schönen Tal zum Beispiel regelmäßig auf. Meine Nachforschungen zufolge waren sich die vielen Stämme der Bucht schon vor langer Zeit darüber einig, dieses Tal zu meiden, denn ihre Jäger und Menschen, die sich zu lange in der Nähe aufhielten, wurden oft krank. Oder noch schlimmer, sie brachten Krankheiten in die Siedlungen mit. Ihre Überlieferung sprechen von einem versteckten und verbotenen Ort in der Mitte des Tals, der den Spitznamen das kranke Maul oder der kranke Mund trägt. Wie faszinierend, vielleicht könnte dies das Scheitern der früheren Siedlungen erklären. Ich glaube, diese Warnungen sind mehr als nur ein Märchen. Es sind die weisen Beobachtungen historischer und sich wiederholender Ereignisse, die zu Geschichten verarbeitet wurden, wie wir es in der alten Welt tun. Diese Vereinbarung, sich vom Tal fernzuhalten, wurde laut dem einzigen Ureinwohner von Yuin ungefähr zu dem Zeitpunkt geschlossen, als die ersten Weisen auf Roanoke Island an Land gingen, also um 1585. Bedeutet das, dass seit mehr als einem Jahrhundert niemand mehr hier gelebt hat? Ich muss mehr darüber und über den früheren Kolonien in diesen Gegend erfahren. Vielleicht geht es da meinen Schülern ebenso. Deborah Comenius, Schullehrerin von Yuin, August 1687. Na, gratuliere.
Wahrscheinlich ist genau New Eden in dem Krankenmaul drin, ne? Wen wird's wundern? Kranke Scheiße. Auf dieser Reise. Okay, das heißt, wir sollen jetzt hier die Frage, wie kommt man da wieder rüber? Okay, das kann wieder Durchgänge geben. Müssen wir tatsächlich schauen, oder mit markieren wir. Hast du das gehört? Hier drüben. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier einen Geist. Den kümmern wir uns dann schon. Jetzt möchte ich aber zuerst einmal zum Fragezeichen. Und dann werden wir uns schon um das andere kümmern. Bleibt ja nicht aus. Ich wollte eigentlich bis zum Ding spielen, bis zum Lager. Aber ich denke mal, das wird sie jetzt nicht mehr ausgehen, wenn der Geist da dazwischen funkt. Dann macht er mir das kaputt. Meine Ideen. Ah, sehr gut, schon. Ist ganz simples. Besser geht's ja gar nicht. Wieder Geisterpunkte. Auch gut. Zehn wunderbare Geisterpunkte. Und ein bisschen Kupfer. Und fehlt noch sowas. Und dann haben wir das. Wie stehe ich jetzt dann? Jetzt werde ich hier was. Aber ich glaube, da drüben ging es weiter. Gell? Wir können da drüber. Kann das sein? Da hat es so ausgesehen, als ging es da darüber. Ah, da drüben ist jetzt das Teil. Da werden wir dann das einsetzen müssen, was wir gefunden haben. Jetzt weiß ich nicht, was wir gefunden haben, wie er heißt. Oder nein, da ist hier der Kundschafter. Okay. Das haben wir aber auf dem besten Wege, das auch zu erledigen. Vielleicht ist das aber da hinten tatsächlich. Der verfluchte Ding. Ja. Dann brauchen wir noch einen Kundschafter. Darf ich auch mitmachen? Jawohl. Fast geschafft. Die Leiche schießt gleich. Das war's für dich. Pass auf, wir haben ihn wütend gemacht. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Oh, ja doch nicht. So, haben wir das auch erledigt. Ja, denke ich mir, ja. So. Dieses Ding steckt voller Niedertracht. Ja, uns fehlt nur ein Kundschafter. Entweder finden wir den jetzt dann hier drüben noch einer.
auf dem Weg oder er ist halt beim Geister irgendwo vielleicht auf der Seite. Werden wir gleich herausfinden. Bei den Weg gehe ich noch, schauen wir mal, was uns da erwartet. Dann haben wir zumindest schon mal das erste Gebiet wieder abgeschlossen. Also die Zusatzsachen, wenn es ist. Und dann können wir schon wieder weiter. Blöd wäre halt jetzt tatsächlich ein leer ist, weil du nicht weißt, wo du rauskommst. Also, ja. Natürlich ist es ein leer ist. Was, ich sag's noch. Schweinerei. Aber das führt tatsächlich noch weiter. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Sehen tue ich nichts. Das wird alles gut. Achtung! Ein Schemen ergreift. Hier, bedien dich! Tut mir leid. Dieses Mal nicht. Schau mal, gell? Da ist sie. Hast du mich vermisst? Dich doch immer. Dass man da alles machen kann. Besser als jede Kanone. Haben wir das beisammen. Wo will man da bitte hinkommen? Will man da drüben wo raus oder was? Ja, dann machen wir den Leerriss, was soll's. Zur Not muss ich halt dann irgendwo rauskommen. Dann muss ich halt nochmal den Weg laufen. Schauen wir einfach mal. Ich bin so weit, wenn du's bist. Jo! Leerisse sind schon verdammt super. Plus 3 auf alle Werte. Mann, das ist immer anstrengend, das durchzulaufen, aber es ist schon cool irgendwie. Das macht uns halt verdammt stark, einige stärker. Eigentlich verdammt viel, finde ich immer. Schauen wir mal, welchen Level die haben. Da wieder raus. Also. Hier runter haben wir da runter. Wenn er gleich Gegner mal auftauchen, dann wissen wir schon mal. Mir schauen, wenn er hier weniger Geisterpunkte hat. Sterben!
Das war's für dich. Darf ich auch mitmachen? Ja, machst du gerade. Gut, okay. Wir kriegen sie hin niedergerungen. Die haben viel fallen lassen. Die Knochenfragmente und so freue ich mich natürlich, weil die können wir immer gut gebrauchen. Aber ja, war, ich meine, es waren eine Menge Gegner, ne? Da dürfen die nächsten schon kommen. Verpisst euch! Mo. Kommen noch mehr! Geht ja. Das ist schon anstrengend. Aber ja, gut, die brauchen wir auch, diese transluzente Faser. So. Hier kein Weg rüber. Dann müssen wir den nehmen, okay. Da führt nirgends hin. Ne? Ich sehe keinen Weg. Ja, ihr, ne, das hab ich auch gesehen, ja, tatsächlich. So.
Eieiei. Obwohl, das ist nicht wieder so ewig lang jetzt. Kann dann schon langsam. Ja, super. Wie, also abgesprochen. Geil laufen anfangen. Das war eigentlich nicht der Plan. Warum funktioniert das jetzt nicht? Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Ja, du machst ja nicht das, was du machen sollst. Ich mach zwei starke Angriffe. Halt durch! Du hast es fast geschafft. Willst du alleine Spaß haben? Das war die letzte. Er hat es auf dich abgesehen. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Sehr gut. Haben wir den geschafft. Oder wenn es sowieso ausschaut, schaffen wir vielleicht sogar noch Stufe 22, bevor wir in vor Cherry Corn kommen. Wenn wir schon kurz davor sind. Wahnsinn, mit der Spukding vielleicht. Spukermittlung. Jetzt müssen wir wieder Ausrüstung bekommen. Wo spukt denn unser aus? Das wird mal interessieren. Weil das ist ja irgendwo am Anfang, oder? Das ist bei Seeker. Geil. Ja, wir müssen dann den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Boah, das kann ich dann nicht offscreen machen. Was gibt's da Schönes? Silberhenker. Physischer Nahkampfschaden. 17, geblockter Schaden, 90 Weisheit, Ausdauer, okay. Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff getroffen wird, verursacht der nächste Schlagangriff 200% mehr Schaden. Der nächste Schlagangriff 200% mehr Schaden. Geschick wird runterfallen, Vitalität und Gesundheit. Dafür würde Geist steigen, Ausdauer. Mann, es ist schon verdammt geil. Warte mal, das Gute ist, wir können ja aufrüsten, schauen, was es auf der höchsten Stufe wäre, auf 21 physischer Nahkampfschaden. Und das, was wir jetzt haben, ist tatsächlich auf 22, also hat sogar eins mehr, also ja, dann bleibe ich tatsächlich noch bei dieser Waffe, Kuss des Todes. Geblockter Schaden ist natürlich höher, aber dafür die 200... Aber das wechselt nicht mehr. Aber jetzt sind wir mal hier tatsächlich. Für was du da ein Seil anbringst, das ist mir ein Rätsel. Manche Stellen sind wirklich so, wo du denkst, hey, wofür ist das gut? Weil hier ist ja sonst nichts. Also wir würden ja nie mehr da raufgehen. Ah, jetzt sind wir da bei dem Baum. Wo die Siridin hier hinein, weiß ich nicht, wie soll man sagen, gewachsen ist. Das heißt jetzt aber der Logik noch, müsste man ja
So, sie, vielleicht kann, ich würde jetzt nur gerne mal schauen, was Seekers im Angebot hat. Wenn wir dort hinlaufen zum Handeln, wenn wir schon hier sind, würde ich mir das jetzt gerne mal anschauen. Und dann werden wir, ja, und dann werde ich offscreen wieder rüberlaufen. Dann müsste ich das nicht nochmal geben, den Weg, ne? Die Bude bleibt jetzt so, okay. Was wollt ihr? Über Lemmy Haskell, ah? Kennt ihr Lemmy Haskell? Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Ich erinnere mich gut an ihn. Ein merkwürdiger kleiner Junge. Ruhig, aber intelligent. Das komplette Gegenteil seines Vaters. Ihr erinnert euch besser an ihn als an die anderen. Ja, nun. Man bemerkt die merkwürdigen Kinder, wenn man selbst ein merkwürdiges Kind ist. Mhm. Habt ihr was Interessantes für einen Verbanner? Überzeugt euch selbst. Sie steht vor dir und er schreit dir an. Exilantengewand. Wenn ein Gegner mit einem Gewehr getroffen wird, muss er eine, ja. Anstecknadel, Willenskraft. Erst so 7 Bannpunkte. Geisterparasit. Seelenscherbe. Aber. Ja, aber für was ist der jetzt gut? Brauchen wir den? Das muss zum Aufrüsten dann sein. Leersplitter, Geiselanlage. Okay, hier kannst du dann der Kohle rausschmeißen, aber hier wird's, ja, kriegst du ja Menge. Okay, das ist alles fürs Upgraden, ja, logisch. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Sicher. Mhm. Schön, schön, schön. Ja, dann haben wir es tatsächlich so weit jetzt dann, dass wir, ja, in der nächsten Folge reise ich dann wieder rüber. Wir haben ja jetzt dann auch die ganzen Dinger beisammen. Das heißt, den können wir ja auch erledigen. Können wir die verfluchte Truhe machen. Da ging es ja dann noch weiter, der Weg. Ich vermute mal, wir kommen dann da drüben irgendwo raus. Das wäre natürlich auch noch zum Herausfinden. Dann natürlich die Spukermittlung machen. Und irgendwie halt da reinkommen. Das wäre nicht schlecht. Das wäre so der nächste Hit. Sumpflande, verschlammener Sammelprojekt der Schatzsuche, Seelenräuber, haben wir noch ein bisschen was. Gut, 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 gut. Was haben wir im Mond? Das ist eine unbekannt verlorene Droge, Elite. Die Ecken, verschlossene Droge, wollen wir 2 Stück. Aber wissen wir tatsächlich auch welche 2, ne? Da haben wir keinen Schlüssel, Schatzsuche für deine. Ja, werden wir sehen. Gut, Freunde, dann war es das mit dieser Folge. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.